Günther. Vielen Dank, dass Sie sich heute zu einem Gespräch im Rathaus in Aarhus eingefunden haben. Ja, wir haben so eine kleine Reihe schon angefangen, auch mit Ihrem Vorgänger Dr. Kurt unlängst ein Gespräch geführt. Und Sie waren Bürgermeister in Aarhus von 2004 an für 11 Jahre. Wie war so, Sie sind ja wirklich auch ein Aarhuser Jung, könnte man vielleicht sagen, 1959 in Aarhus geboren. Wie war so Ihre Zeit oder Ihre Jugend und Ihre Entwicklung in Aarhus? Ja, Sie haben recht, ich bin tatsächlich Aarhuser Jung. Selbst mein Vater ist schon hier in Aarhus geboren. Und also ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Damals war das noch ein Neubaugebiet im Rosental gewohnt und ich hatte unmittelbare Nähe zum Ritterburgsbusch. Und damals war noch nicht Handy und PC angesagt, sondern Stiefel an und dann in der Aarhuser Aa fischen und im Wald ströpen. Also ich habe eine wirklich sehr schöne Kindheit gehabt. Mhm. Ja, dann ging es natürlich zur Schule, wie für jeden auch, mindestens 10 Jahre. Viel länger habe ich dann allerdings auch nicht gemacht. Habe dann eine Ausbildung begonnen bei der AOK, habe die nach 2,5 Jahren abgeschlossen. Ich konnte etwas verkürzt die Ausbildung machen. Mhm. Habe dann im Weiteren die Fachprüfung für den gehobenen Dienst natürlich nach einer weiteren Fortbildung gemacht. Damals war noch die Wehrpflicht in Deutschland. Ich habe nicht den Versuch gemacht, den Wehrdienst zu verweigern. Ich will nicht sagen, dass ich aus Überzeugung zur Bundeswehr gegangen bin, aber ich war damals schon der Meinung, dass es notwendig ist, die Bundeswehr zur Landesverteidigung zu haben. Und wie wir heute wissen, scheint das ja nach wie vor wichtig zu sein. Da bin ich dann 15 Monate zunächst in der Nähe von Osnabrück gewesen und später dann in Oldenburg. Mhm. Nach dem Abschluss der Bundeswehrzeit hatte ich dann, wie gesagt, meine Fortbildung. Und wie das so schön im Münsterland heißt, du musst ein Haus bauen, einen Sohn haben und einen Baum pflanzen. Das habe ich dann in etwas umgekehrter Reihenfolge gemacht. Also erst das Haus gebaut, dann ist der Sohn gekommen und dann wurde auch der Baum gepflanzt. Und zwischen dem Hausbau und dem ersten Kind habe ich dann noch ein 3,5-jähriges nebenberufliches Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie gemacht und habe das dann mit dem Verwaltungsdiplom, so hieß das damals, noch abgeschlossen. Okay, das heißt, und Sie waren dann auch während der gesamten Zeit bei der AOK beschäftigt? So ist es, ja. Okay. Ich bin dann auch danach noch bei der AOK geblieben. Mhm. Viele haben mich während der Zeit gefragt, warum machst du das eigentlich mit dem Studium? Kannst du ja für diesen Job nicht gebrauchen. Ich habe dann gesagt, wer weiß, wofür man es irgendwann nochmal gebrauchen kann. Mhm. Spätestens als ich dann so in die Kommunalpolitik kam, wusste ich, warum. Und für mich war das aber nicht sozusagen vorgeboren. Ich war nicht Mitglied der Jungen Union. Ich habe da auch ganz bewusst darauf verzichtet, weil mein Vater schon Kommunalpolitiker war. Mhm. Und ich wusste, dass das eine Zeitgestaltung außerhalb des Jobs ist, die nicht unbedingt familienfreundlich ist. Und dann bin ich vor der Kommunalwahl 1989, bin ich dann angesprochen worden, ob ich nicht Interesse hätte. Und seinerzeit gab es noch so einen Proporz zwischen Arbeitnehmervertretern im Rat und Arbeitgebervertretern. Das ist heute längst Geschichte. Und man suchte dann jemanden, der eigentlich so eher aus der Arbeitnehmerseite kam. Okay. Und ich habe dann nach längerer Überlegung mit meiner Frau mich dazu entschieden, das zu machen. Und Ansporn war eigentlich der, nachdem 1975 mit der kommunalen Neugliederung Aarhus ja den Kreissitz verloren hat, hatten unsere Vorgänger ja wirklich erfolgreich es geschafft, aus der Beamtenstadt Aarhus wirklich eine funktionierende, auch wirtschaftsstarke Gemeinde zu machen und daran mitzuarbeiten, das weiterzuentwickeln, da hatte ich schon Lust drauf. Okay. Ja, das ist gut. Das heißt, Sie waren also seit 89 dann auch in der Kommunalpolitik schon aktiv. Genau. Und ja, also richtig aktiv oder nochmal eine Schippe draufgelegt haben Sie ja dann nach dem Tod von Günter Schütte als Fraktionsvorsitzender der CDU. Gab es da oder war das, ja, da war das nochmal ein, ich sag mal, könnte man das so sagen, dass das vielleicht nochmal ein Schritt mehr war? Oder dass es dann auch nochmal für Sie, oder hat das für Sie dann nochmal vielleicht auch Überzeugung gekostet? Oder dass Sie sich da schon überlegt haben zu sagen, will ich den Schritt noch gehen oder auch nicht? Also Günter Schütte kennen ja viele Menschen nicht mehr. Er hat natürlich seine Ecken und Kanten gehabt und wie das so ist, auch durchaus angeeckt. Und er war ja jemand, der eigentlich sozusagen auf der anderen Seite stand, als ich in den Rat kam. Und er hätte eigentlich jemand anders gerne an meiner Stelle im Rat sitzen gehabt.
Aber er hat relativ schnell, habe ich zu ihm ein gutes Verhältnis bekommen. Und er hat schon in meiner zweiten Periode von 1994 bis 1999 gesagt, du musst jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender werden und ich höre irgendwann auf. Und er hat dann auch schon sehr viel mir überlassen. Ne? Okay. Immer mit dem kritischen Blick natürlich von der Seite, klar. Aber insofern war das eigentlich keine wirklich schwerwiegende Entscheidung. Da ist man irgendwie so reingerutscht. Also es war schon vorbereitet, sagen wir mal. Ein bisschen. Kann man so sagen. Vielleicht nicht ganz so bewusst, aber schon auch. Ja, schon kann auch. Man so sagen. Also Sie sind auch an den Aufgaben gewachsen, könnte man vielleicht sagen. So kann man das ausdrücken. Okay. Ja. Und wie war es dann für Sie, als Sie 2004 Nachfolger von Herrn Dr. Korte geworden sind als Bürgermeister? Gab das, also oder was hat vielleicht auch den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ich möchte mich oder gerne zur Wahl stellen? Hatte das oder war das jetzt, ich sag mal, aus Ihrer politischen Motivation heraus oder war das auch zu sagen, ich hab jetzt vielleicht auch beruflich irgendwie so, dass man sagt, ich will mich vielleicht nochmal verändern oder bin jetzt an so einem Punkt, dass ich sagen kann, ich könnte mir auch vorstellen, noch mal was anderes auszuprobieren? Naja, auch da kam die Anfrage nicht ganz unvorbereitet, als sich die Kommunalverfassung geändert hat und wir von der Doppelspitze Stadtdirektor und ehrenamtlicher Bürgermeister zum hauptamtlichen Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin gekommen sind. Und das erste Mal, dass zur Wahl stand, wurde natürlich auch geguckt, wer kann das machen. Und seinerzeit ist dann auch der ein oder andere schon auf mich zugekommen. Ich habe dann allerdings das für mich auch wirklich noch als zu früh erachtet und als klar war, dass der Dr. Korte mit seiner 30-jährigen Kommunalerfahrung sich dazu bereit erklären würde, war klar, dass wir mindestens noch warten müssen, wenn es überhaupt so dahin kommt. Mhm. Und dann wusste ich, seine Amtszeit ist, er machte 6 Jahre und dann hat man natürlich damit gerechnet, dass die Frage vielleicht wiederkommt. Und auch da hat es eine längere Überlegung gebraucht. Nicht, weil ich keine Lust darauf gehabt hätte. Ich glaube, dass mein Rüstzeug durchaus da war mit dem Verwaltungsdiplom, mit einer Verwaltungstätigkeit, wenn auch an anderer Stelle als in einer Kommune, mit auch in dem Bereich schon gemachter Führungserfahrung. Mhm. Aber es hat natürlich auch ganz stark persönliche, familiäre Konsequenzen und die kann man nur eingehen, wenn der Partner, die Partnerin das mitmacht. Ja. Und und dann habe ich gesagt, dann versuche ich es mal anzugehen. Mhm. Es hat dann ja auch ganz gut geklappt. Das heißt, also, Sie haben es schon gesagt, persönlich, also auch Umstellung, klar, als Bürgermeister hat man natürlich auch, ich sag mal, mehr Abendtermine. Man arbeitet nicht von 8 bis 16 Uhr, sondern man hat natürlich auch viele Verpflichtungen, die den privaten Rahmen etwas strapazieren vielleicht. Wie würden Sie sagen, hat sich auch die Arbeit, Sie haben ja vorher als Ratsmitglied, hatten Sie natürlich ja auch schon enge Kontakte auch mit der Verwaltung. Was hat sich vielleicht geändert, wenn Sie jetzt vielleicht auf die Beziehungen gucken, wenn Sie jetzt sagen, Sie als im Vergleich als Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender zum Bürgermeister, was hat sich vielleicht für Sie auch im Umgang mit der Verwaltung noch geändert oder auch vielleicht, was Sie vielleicht nicht erwartet haben oder was planen vielleicht auch die schönen Aspekte dabei, zu sagen, ich rücke jetzt etwas näher daran und kann jetzt da auch vielleicht nochmal einen eigenen, also noch etwas mehr eigene Schwerpunkte vielleicht auch setzen. Naja, das ist, glaube ich, der ganz große Wandel ist, glaube ich, der, dass man als Bürgermeister schon noch mehr gestalten kann, wie als Ratsmitglied, auch wenn man ein Fraktionsvorsitzender ist. Aber man verändert natürlich auch ein bisschen den Stuhl. Die Verwaltung, so steht es zumindest in der Kommunalverfassung, bereitet Ratsentscheidungen vor und der Rat entscheidet. Man hat also vorher auf der Entscheiderseite gesessen und nachher natürlich mit auf der Entscheiderseite, weil man auch als Bürgermeister Ratsmitglied ist, aber auch auf der Vorbereitungsseite. Ja. Und die Erkenntnis, dass Vorbereitung von Ratssitzungen schon auch sehr aufwendig sind, nicht nur in der Suche nach guten Lösungen, sondern auch auf der Suche nach Mehrheiten für diese guten Lösungen. Und das war schon nochmal eine zusätzliche Herausforderung, das kann man ruhig so sagen. Ja.
Also das heißt, es war schon auch, ich sag mal, auch vielleicht eine Umstellung. Und wie war das für Sie im Anfang, als Sie, nachdem Sie Bürgermeister waren? Also ich meine, gut, Sie haben ja gesagt, bei der AOK, klar, Sie waren Verwaltung, kannten Sie schon. Mhm. Aber es war natürlich wahrscheinlich doch nochmal auch, hat es eine, oder auch gut, Herr Dr. Korte hatte natürlich auch einen langen Schatten geworfen in den 30 Jahren, die er da war. War das für Sie auch noch eine Herausforderung zu sagen, ich trete da in große Fußstapfen oder ich muss jetzt da vielleicht auch noch besonders intensiv mich oder einarbeiten in am Anfang? Ja, das ist natürlich klar, dass man nicht von heute auf morgen auch den Job des Verwaltungschefs machen kann. Sagen wir, der Bürgermeister hat ja drei Rollen. Ja. Repräsentant der Stadt zu sein, ja. Vorsitzender des Rates und eben auch Chef der Verwaltung zu sein. Was den Vorsitz im Rat angeht, glaube ich, da kann man als Fraktionsvorsitzender schon auf dem Fundament aufbauen. Ja. Was so die Frage angeht, wie repräsentiert man die Stadt, das hat ein bisschen auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Das ist vielleicht Übungssache. Ja. Sagen wir mal so, auch an bestimmten Stellen dann auch eine gute Rede zu halten und so weiter. Für die Funktion des Verwaltungschefs hat sich natürlich für mich schon was verändert, insofern als dass, wenn man vorher Verantwortung für 50 Mitarbeiter hat und es ist nachher eine Verantwortung für 400 oder knapp 400 waren es damals, dann ist das nochmal eine neue Nummer. Es trägt auf mehreren Schultern und was eben wirklich völlig anders ist, auch gegen zum Beispiel über jemanden, der ein Unternehmen führt. Man kann nicht einfach sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung, sondern da gibt es immer noch jemanden, der mehrheitlich sagen muss, ich bin auf deiner Seite, ich mache da mit. Ja. Ja, und aber das, glaube ich, ist eigentlich ganz gut gelungen. Auch deshalb, weil ich mich von Anfang an sehr stark darauf konzentriert habe, auch gut vorbereitet zu sein. Natürlich gibt es auch im Rat, das ist klar, den einen oder anderen, der mal gucken will, ne, kann ich nicht ihn auf den falschen Fuß erwischen oder so, ne, weil er mal ein anderer politischer Couleur ist. Wenn man da gut vorbereitet ist, dann hat man zumindest nicht die Angst, dass das passiert. Passiert immer vielleicht nochmal, aber die Angst ist dann nicht da. Und ich hatte auch, muss man ganz klar sagen, in der Verwaltung richtig gute Mitarbeiter. Die Fachbereichsleiterebene war damals gut besetzt und die haben auch wirklich gut mitgezogen. Okay. Waren Sie bei der AOK in Ahaus, also mussten Sie da pendeln oder waren Sie da schon auch regelmäßig dann hier vor Ort? Ja, ich hatte das Glück, dass ich zwischenzeitlich zwar mal einmal für einige Jahre nach Kronau fahren musste, das ist aber keine Entfernung. Für Ahauser vielleicht. Nee, keine Entfernung, kann man noch mit dem Fahrrad bewältigen. Ja. Weil da die Geschäftsstellenleiterfunktion zu besetzen war. Aber dann nachher war Ahaus schon zentraler Standort, auch für das Altkreisgebiet Ahaus. Und insofern hatte ich eigentlich fast immer das Glück, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können. Das ist Luxus, ja. Ja, das ist wahr. Hatten Sie vielleicht auch als Einstieg als Bürgermeister 2004, Sie waren ja vor, also abseits jetzt der politischen Arbeit, gab es vielleicht auch, wo Sie schon vorher aktiv waren, jetzt im Verein oder auch im Gesellschaftsleben, was Ihnen vielleicht auch den Einstieg dann als Bürgermeister später ermöglicht hat in dem Amt, dass Sie sagen konnten, da kenne ich schon Leute, da kann ich drauf aufbauen oder ne, da weiß ich schon, wo ich hin muss und so oder war das vorher vielleicht auch aufgrund der Arbeit nicht so möglich? Naja, ich habe schon auch während der Zeit, wo ich vor dem Bürgermeisteramt, sag ich mal, war, auch schon ehrenamtliche Arbeit gemacht. Ich war Messdiener in der katholischen Kirchengemeinde, habe nachher auch die Gruppenleitung gemacht, habe etliche Jahre im Vorstand auch bei Eintracht Ahaus gearbeitet gehabt. Das sind übrigens so Dinge, da lernt man auch so insbesondere, wie man mit Vertretern von Vereinen umgeht, wenn man politische Dinge zu besprechen hat. Wir haben ja immer den Anspruch, wir hatten immer den Anspruch, das möglichst professionell zu machen. Und dann hat man es mit ehrenamtlichen Leuten zu tun, die hoch engagiert sind, aber die vielleicht nicht diese hohe Professionalität haben. Und das gut zu machen, das ist, glaube ich, schon wichtig, damit man auf einer gleichen Ebene miteinander arbeiten kann. Insofern habe ich da im Vorfeld schon auch eine ganze Menge gelernt gehabt.
Wenn Sie auf Ihre Amtszeit jetzt zurückblicken, also seit 2004 und dann nach 2009 nach der Wiederwahl, gab es da was, wo Sie sagen würden, das war vielleicht, oder war die Wiederwahl für Sie, war das für Sie, ja, weiß nicht, war das unbestritten oder wollten Sie wiedergewählt werden oder hatten Sie überlegt, auch vielleicht mal zwischendurch zu sagen, oh, mir langt's oder, oder war das eigentlich so, dass Sie gesagt haben, oh, mir macht das so viel Spaß, ich will das auf jeden Fall nochmal versuchen? War das von vornherein? Also zum einen ist auch wichtig, dass man immer wieder sich vor Augen führt, dass das ein Amt auf Zeit ist und dass das auch ganz bewusst auf Zeit angelegt ist. Ja. Deswegen sollte man nicht sozusagen am Anfang schon darüber nachdenken, wie viele Perioden man macht. Ja. Und man wird natürlich auch an dem gemessen, was man bislang getan hat, bei einer möglichen Wiederwahl. Ne? Ja. Und das muss man auch wissen. Und ich sage aber auch deutlich, die Einarbeitungszeit braucht eine gewisse Zeit. Und es gibt fast alle größeren Projekte, brauchen mehr als diese kurze Zeit einer Periode. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, klug, über eine zweite Periode nachzudenken, sofern die Rahmenbedingungen natürlich passen. Aber ich finde, es ist genauso klug, nach zwei Perioden oder so auch darüber nachzudenken, sollte man wirklich noch weitermachen, weil diese Frage Amt auf Zeit hat schon, glaube ich, eine gewisse Bedeutung, auch für Wählerinnen und Wähler. Man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen in Routine verfällt, dass dieser Wille, diese Bereitschaft, diese Lust darauf, auch weiter zu gestalten, ja, dass die nicht nachher irgendwann abstirbt. Und vor allen Dingen, dass es auch kluge und gute Menschen gibt, die einem auch gut nachfolgen können. Man ist nicht unersetzbar. Ja. Gab es inhaltlich vielleicht auch Aspekte oder jetzt Themen, wo Sie sagen würden, da haben sich die beiden Amtszeiten vielleicht unterschieden? Oder war die eine vielleicht spektakulärer als die andere, kann man das so sagen? Oder gab es da besondere Themen, die Sie vielleicht auch übernatürlich in der gesamten Amtszeit besonders beschäftigt haben? Ja, das hat, glaube ich, was mit den Dingen zu tun, die auf der Tagesordnung gestanden haben. Also wenn man zum Beispiel mal die Ratsperiode nimmt, die zweite Ratsperiode, die ich hatte, da haben wir beispielsweise in einer Periode 20 Bebauungspläne zum Abschluss gebracht. Das ist auch in den nächsten zwei Perioden noch in ähnlicher Form so weitergegangen. Ja. Aber danach haben sich natürlich auch, weil die Stadt nicht mehr so stark gewachsen ist, wie das unmittelbar nach der kommunalen Neugliederung war, haben sich natürlich auch Schwerpunkte verändert. Ja. Also wir haben zum Beispiel in der ersten Periode meiner Amtszeit noch begrenzt mit digitalen Themen zu tun gehabt. Ja. Wenngleich wir auch schon in dieser ersten Periode zum Beispiel unsere ganzen Schulen mit entsprechend verkabelt und vernetzt haben, damit sozusagen auch das funktionieren kann. Aber das hat natürlich in der zweiten Periode deutlich höheren Anteil gehabt. Ja. Ein weiterer Punkt, wo sich wesentliche Veränderungen ergeben haben, das Thema Nachhaltigkeit war in der ersten Periode zwar auch schon da, hatte aber in der zweiten Periode deutlich stärkere Bedeutung. Und auch der schulische Bereich ist deutlich stärker in den Fokus getreten, weil in der Schullandschaft sich unglaublich vieles getan hat. Wir sind damals angefangen in ganz bescheidenem Maße mit einer offenen Ganztagsschule, hatten aber schon wenige Jahre später einen verbundenen Ganztag bei der Franziskusschule. Wir haben zwei neue Schulgründungen gehabt. Wir haben unzählige Anbauten bei den Schulen gehabt. Die ganze DV-Organisation in den Schulen. Ja. Das hat in der zweiten Periode auch deutlich höhere Arbeit gebracht. Was aber über beide Perioden eigentlich gleich war, wir hatten schon unter erschwerten finanziellen Bedingungen das zu tun. Ich kann vielleicht nur eine Summe nennen, als wir 2007 das neue kommunale Finanzmanagement eingeführt haben. Da hatten wir ein Haushaltsvolumen von, ich glaube, 64,5 Millionen Euro. Das ist jetzt doppelt so viel.
Und das ist auch bis 2011 in dem gleichen Rahmen geblieben. Das hat stark mit den politischen Entscheidungen auf der Landesebene zu tun gehabt, das natürlich dafür gesorgt hat, dass wir relativ wenig Fördermittel kriegten. Wir mussten also schon gucken, dass wir irgendwie klarkommen. Deswegen ist zum Beispiel der erste Glasfaserausbau in Aarhus komplett ohne Fördermittel gebaut worden. Ja. Ja gut, und es sind natürlich auch damals, gab es noch nicht so viele Gesetze wie jetzt, also dass, ich sag mal, Auftragsverwaltung des Bundes auf die Kommunen auch übertragen wird, ne? Im sozialen Bereich. Wenn man jetzt mit dem Wohngeld zum Beispiel dann denkt, da sind ja auch Sachen, die belasten auch einen kommunalen Haushalt, und da sind ja Sachen, die gab es vielleicht auch in ihrer Amtszeit in der Form noch nicht, oder die sind, haben sich vielleicht auch später erst entwickelt, ne? Ja, also es hat sich sowohl auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite etwas ergeben. Zum Beispiel hatten wir schon im Anfang der 90er Jahre hatten wir ja auch eine große Asylbewerberwelle, ne? Neben den Russlanddeutschen, die nach Aarhus Deutschland eingewandert sind, und die finanzielle Ausstattung für die Unterbringung etc. der Asylbewerber war noch eine ganz andere als heute. Da musste noch mehr aus dem kommunalen Haushalt kommen. Und insofern haben sich die Zeiten verändert, aber man muss immer in der Zeit die Dinge tun, in der sie zu tun sind. Ja. Sie haben es vorhin schon angesprochen, in Ihrer Amtszeit fiel unter anderem die Einführung des NKF, also neue kommunale Finanzmanagement, also sprich der kaufmännischen Buchführung, wenn man so möchte. Sie kamen ja jetzt aus einem Bereich, ich sag mal Versicherung, AOK, da kennt man das schon so ein bisschen. Wie haben Sie das so als Bürgermeister dann erfahren? Waren Sie da unheimlicher Verfechter von, oder es gab ja auch die Stimmen, die gesagt haben, also vielleicht auch natürlich intern, das war ja so, nach außen hatte die Bürger, war es vielleicht gar nicht mal so interessant. Aber das war ja schon, ich sag mal, war schon eine recht große Umstellung auch für die Verwaltungen, dass man neuerdings nach kaufmännischen Gesichtspunkten, also sprich nach Produkthaushalten, arbeitet und nicht mehr eben nur nach Aufgabenzuschnitten. Wie haben Sie das so wahrgenommen? Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um so zu gucken, wie so die Mentalität auch war. Wir haben eigentlich in der Zeit, wo ich im Amt war, so auch in der Nachbarschaft, immer so den Ruf gehabt, die Aarhuser gucken, dass ihre Finanzen passen. Und sie gucken auch, dass sich die Stadt weiterentwickelt. Und als die Diskussion losging mit dem neuen kommunalen Finanzmanagement, gab es eine Übergangsphase, in der man sozusagen schon einsteigen konnte. Und es gab eine Deadline, bis zu der man eingestiegen sein musste. Mhm. Und bis auf wenige Ausnahmen haben, glaube ich, bei uns im Kreis die Kommunen wirklich den Punkt bis zum Schluss abgewartet. Wir haben gesagt, es ist eine Neuerung, mit der wir sowieso zu tun haben. Dann lass sie uns auch sofort engagiert angehen. Und wir sind 2007, glaube ich, sogar 2 Jahre früher gestartet als die meisten anderen Kommunen. Mhm. Und das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich der vollen Überzeugung war, dieses neue kommunale Finanzmanagement mach auch bestimmte Dinge schwieriger machen, aber sie sorgt für nachhaltigeres Haushalten. Ja. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Ja, schon. Jetzt gab es natürlich auch neben diesem viele andere Themen, unter anderem, was ja auch während Ihrer Amtszeit war, vielleicht auch ein doch etwas größeres Bauprojekt in Aarhus, war ja unter anderem auch die Errichtung der Nordtangente. Oder auch zum Beispiel jetzt der Bau der Feuerwache Nord und so. Also es waren ja viele, in dem Bereich Bau hat sich ja aus, wie Sie schon gesagt haben, ne, mit den 20 Bauplänen in einer Ratsperiode, das ist natürlich, Bebauungsplänen, das ist natürlich schon eine Menge. Mhm. Also Aarhus hat sich ja in den 2000er Jahren auch sehr stark und auch in den 2010er Jahren auch sehr stark, ich sag mal, nach Norden und Osten erweitert. Mhm. Auch natürlich wurde in Ortsteilen viel gebaut. Gab es da auch vielleicht, ich weiß nicht, ein Lieblingsprojekt oder wo Sie sagen würden, das war schon auch für Aarhus auch schon eine Herausforderung oder das hat mir aber trotzdem auch, oder war gut, dass wir es nachher auch geschafft haben? Also ich habe immer während der ganzen 11 Jahre einen unglaublich großen Faible für Stadtentwicklungsplanung und Bauen gehabt. Ne? Das war sozusagen, ja. Ihr Lieblingsbereich oder? Ja, also habe ich richtig Spaß dran gehabt. Und ich habe dabei immer so zwei Dinge im Auge gehabt. Das eine ist, wenn du baust, dann musst du es gut machen, weil wenn du dir ein Fahrrad kaufst, das kannst du nach einem Jahr Gebrauch zurückgeben. Hast du ein Haus gebaut und es ist nachher nicht gut geworden, dann steht das da, 2 Generationen. Also muss man gerade da gut sein. Und deswegen haben wir also auf städtebauliche Gesichtspunkte auch sehr großen Wert gelegt. Und wir hatten auch, muss man sagen, bei den Baudezernenten seinerzeit Reinhard Sommer und dann nachher auch Markus Bratke auch richtig gute Baudezernenten, die auch da engagiert dran gearbeitet haben.
Ja. Und insofern, das ist übrigens auch das, was man nachher am meisten sehen kann von dem, was passiert ist. Ja. Wenn man sich mal anguckt, man braucht jetzt hier nur einen Kreis zu ziehen von vielleicht 500 Metern hier ums Rathaus herum. Der Rathausanbau, das Haus Berken, das gesamte Kulturzentrum, das Jutequartier. Ja. Das ist also nur eine ganz kleine Aufzählung. Das Kombibad, viele Dinge mehr. Daran kann man erkennen, dass sagen wir mal, so eine Stadt sich auch über so einen Zeitraum auch stark verändert. Ja. Und nicht alle Projekte, das muss man auch klar sagen, nicht alle Projekte rufen sofort Begeisterung hervor, weil was komplett Neues hat auch was mit Ängsten, mit Sorgen, mit Verlustempfindungen zu tun. Insofern ist auch immer ein großer Anteil dabei, auch für solche Projekte zu werben. Wir haben, ich glaube, das war ein Glücksfall mit dem Neubau der Fußgängerzone, dass wir am Anfang schon eine relativ gute Idee hatten, wie machen wir eigentlich Baustellenmanagement? Wie funktioniert eine Stadt mit Gastronomie, Einzelhandel, wenn die ganze Stadt Baustelle ist? Wie funktioniert das? Das ist für eine Fußgängerzone nicht so attraktiv. Und dann hat es auch eine ganze Reihe Aktionen gegeben. Wir haben dann ein entsprechendes Logo gehabt. Wir haben auch eine Figur gehabt, die man damit in Verbindung bringt. Wir haben natürlich versucht, auch die Einzelhändler mitzunehmen. Das war für die natürlich keine leichte Zeit. Ne? In der Umgebung gibt es auch Städte, wo keine Baustelle war. Ja. Aber letztendlich hat das mit allen Kräften richtig gut funktioniert. Und als fertig war, haben alle gesagt, gut, dass wir es gemacht haben. Ne? Ja. Ja. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Projekten mehr noch, wo das auch so war. Ja. Wenn Sie jetzt mal so grob über die 11 Jahre drüber blicken, gab es Höhepunkte oder auch vielleicht Lieblingsthemen oder auch Lieblingszeitpunkte oder wo Sie sagen würden, das war etwas besser oder das lief vielleicht auch nicht so gut? Oder hat sich das vielleicht auch in den Amtszeiten etwas unterschieden, erste oder zweite Periode? Ja, es gibt natürlich immer Dinge, die nicht funktionieren. Ne? Das kann aus eigener vielleicht Fehleinschätzung so passieren. Das kann auch dadurch passieren, dass dass Rahmenbedingungen einfach nicht passen. Sie haben das Beispiel Nordtangente gemacht. Da ist vom ersten Bleistiftstrich an bis zum Durchschneiden des roten Bandes sind fast 40 Jahre vergangen. Da kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass das bei der Stadt gelegen hat, weil die Pläne waren immer da. Aber es gab niemanden, der gesagt hat, als Träger der Straße, ich baue das jetzt, weil ich genug Geld dafür habe. Oder weil das Land gesagt hat, ich habe andere Prioritäten, als im ländlichen Bereich eine Umgehungsstraße zu bauen. Und es gibt natürlich auch Dinge, wo zum Beispiel Verschiebungen stattfinden und man dann nachher neu entscheiden muss. Das Kulturzentrum ist ein Beispiel dafür. Mhm. Wir haben am Anfang überlegt, dass wir das Kulturzentrum umbauen und hatten auch entsprechend fertige Pläne und hatten auch einen guten Zeitplan. Aber uns ist es nicht gelungen, Fördermittel zu akquirieren. Das war damals unglaublich schweres Unterfangen. Und ich bin, glaube ich, 2 oder 3 Mal in die Staatskanzlei nach Düsseldorf gefahren, um wirklich für das Projekt auch zu werben. Und dann ist das irgendwann, stand das im Regionalrat auf der Tagesordnung und die Stadt Borken hatte ein Projekt mit 200.000 Euro Fördermittel, dass sie nicht in Anspruch genommen haben, weil sie mit der Planung noch nicht so weit waren. Dann habe ich den Bürgermeisterkollegen angesprochen und habe gesagt, könnt ihr mir nicht diese 200.000 Euro abtreten? Also ihr Borken, Stadt Borken, der Stadt Aarhus, nicht persönlich, ne? Der Stadt Aarhus abtreten. Ob da mal keine alten Animositäten kam. Sagt er, die 200.000 Euro, da kommen wir irgendwie doch noch mal mit in die Förderung. Aber das reicht ja nicht. Sagt er, ihr braucht ja 7 Millionen. Ja, ich sage, mir geht es darum, dass wir einmal sozusagen den Förderstaat, dass wir den haben. Ja. Weil dann gehen die in der Regel aus der Förderung nicht mehr raus. Und das ist dann auch nachher gelungen. Dadurch ist natürlich das ganze Projekt noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil das Land auch von der Förderung abhängig gemacht hat, dass wir einen städtebaulichen Wettbewerb machen. Und der dauert natürlich auch seine entsprechende Zeit. Nichtsdestotrotz haben wir es immer noch in einem, wie ich finde, relativ guten Rahmen fertig bekommen.
Und was damals meistens noch gelungen ist, ich gebe auch zu, dass es heute schwieriger ist, was damals meistens noch gelungen ist, es hat kaum Bauprojekte gegeben, bei denen man den Finanzrahmen nicht eingehalten hat. Also selbst beim Kulturzentrum haben wir, glaube ich, 1 Million weniger gebraucht als ursprünglich eingeplant. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt auch schwieriger, gibt unterschiedliche Gründe für Steuerung vieles. Genau. Wenn Sie heute jetzt ins Rathaus kommen, also nachdem Sie ja jetzt nicht mehr in Amt und Würden sind, sondern außer Dienst, könnte man vielleicht sagen, was macht das mit Ihnen? Blicken Sie gerne auf diese Zeit zurück? War es vielleicht auch eine Erleichterung zu sagen, dass man nachher sagen konnte, ich gebe jetzt auch bewusst dieses Amt wieder ab? Sie haben das vorhin schon gesagt, Amt auf Zeit. Ne? Also es ist natürlich schon eine immense auch Belastung, auch privat. Und wenn man dann vielleicht auch aus dem Amt wieder rauskommt, merkt man vielleicht auch, was einem da für eine Belastung so ein bisschen auch vielleicht von den Schultern fällt? Also ich hatte ja, ich glaube, ein gutes Jahr Zeit, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen wie eine Schwangerschaft, wo man dann das eine oder andere abwägt. Am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen, konnte ich es mir nicht so gut vorstellen, weil es war schon so, als ich hier war, das Empfinden, das ist wirklich den schönsten Job, den du dir vorstellen kannst. Ja. So. Auch bei aller Belastung, die damit einhergeht, und die ist tatsächlich immens. Und als ich dann in der Überlegung stand, machst du weiter, haben drei Gründe eine große Rolle gespielt. Das eine, was ich schon gesagt habe, es ist ein Amt auf Zeit. Mhm. Und Künstler sagen ja, man sollte dann gehen, wenn man den größten Erfolg hat. Das ist als Bürgermeister nicht so ganz passend, aber macht deutlich, dass es gut ist, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung zu finden. Also selbst zu sagen, ich höre auf, bevor andere sagen, jetzt ist gut gewesen. Ja. Das war der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, ich habe schon gemerkt, dass so diese relativ große Belastung sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in psychischer Hinsicht, die Verantwortung ist ja nicht klein, dass die schon angefangen hat zu nagen. Okay. Also es hat noch nicht zu gesundheitlichen Problemen geführt, aber es fing schon an zu nagen. Und ich wusste, wenn ich meine Frau fragen würde, und das habe ich auch getan, dass sie mir sagen würde, ist deine Entscheidung. Aber ich wusste auch, welche Entscheidung ihr lieber war. Okay. Und man kennt sich irgendwann so ein bisschen, ne? Glaube ich auch, ja. Und alles in allem zusammengerechnet hat dann dazu geführt, dass ich den Entschluss getroffen habe, nicht ein drittes Mal wieder anzutreten. Mhm. Und das habe ich auch außer mit meiner Frau nur mit einem einzigen Menschen weiterhin gesprochen. Und als ich es bekannt gegeben habe, war natürlich die Überraschung schon relativ groß. Ja. Das heißt, war für Sie denn auch von Anfang an klar, dass Sie dann auch aus dem Rat, also Sie hätten ja auch sagen können, Sie wollen noch weiter politisch aktiv sein, das haben Sie ja auch bewusst, glaube ich, nicht gemacht. Stimmt. Auch da gibt es für mich einen ganz entscheidenden Grund für, wenn man eine bestimmte Funktion gehabt hat, dann kann man vielleicht auf anderer Ebene nochmal weitermachen, Kreistag oder so vielleicht. Ja. Aber ich glaube, dass es eine falsche Entscheidung und Überlegung gewesen wäre, zu sagen, ich bleibe in der Kommune, wo ich selber das höchste Amt hatte, was man kriegen kann, weiter politisch aktiv bin. Dass egal, was ich an welcher Stelle zum Besten gegeben hätte, hätte immer sozusagen ein gewisses Irritationspotenzial gehabt, ich will es mal so formulieren. Ja. Und weiterzumachen und gar nichts zu sagen, dann kann man besser sagen, dann mache ich auch. Das ist nicht im Sinne eines Mandates. Deswegen war die Entscheidung relativ klar. Ich engagiere mich weiter, ich engagiere mich auch weiter ehrenamtlich, aber ich tue das nicht mehr politisch. Ja, okay. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Sie sind auch nachdem Ihr Amtszeit zu Ende war, weiter, also Sie waren vorher schon etwas ehrenamtlich auch unterwegs. Was machen Sie heute so? Ja, ich hatte ja schon während der Zeit auch zwei ehrenamtliche Funktionen. Das war eben die Leitung des Roten Kreuzes in Ahaus.
wo ich dann auch die Nachfolge von Dr. Korte angetreten habe. Auch von Amts wegen oder auch einfach, weil es sich so ergibt? Naja, es war damals schon so, dass der Oberkreisdirektor war ja auf Kreisebene Vorsitzender des Roten Kreuzes. Und insofern gab es immer so ein bisschen auch eine Verbindung zu der Hilfsorganisation und der Kommune, ob das der Kreis oder die Stadt ist oder so. Ja. Es gab schon auch den einen oder anderen Bürgermeister, der auch außerhalb von Ahaus Vorsitzender beim Roten Kreuz war, zum Beispiel Helmut König in Stadtlohn oder in Fehlen, der Bürgermeister war auch Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes, der Kollege in Rehde. Ja. Und Dr. Korte war seinerzeit sozusagen als Kämmerer da. Und er hat dann mich irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das für ihn weiterzumachen, weil er für sich gesagt hat, mit dem Ruhestand wollte er auch das gerne aufgeben. Und ja, so ist das dann gekommen. Ja. Und ich war Präsident des Bürger- und Junggesellenschützenvereins. Beide Funktionen habe ich jetzt auch noch. Jetzt ist das eine oder andere noch dazugekommen. Kurz nach Ende meiner letzten Periode hat man mich gefragt, ob ich nicht im Kirchenvorstand weiter mitarbeiten will. Das habe ich gerne angenommen und daraus ist dann jetzt auch die Arbeit im Kirchensteuerrat auf der Bistumsebene entstanden. Mhm. Aus der Arbeit im Ortsverein, die ich dann ja etwas intensiver machen konnte, nachdem ich ausgeschieden bin, ist dann auch erwachsen, auf der Kreisebene noch mitzuwirken. Insofern habe ich noch das eine oder andere, was den größeren Teil oder den größten Teil aller ehrenamtlichen Funktionen ausmacht, ist wohl die Geschäftsführung bei der Krankenhausstiftung. Das hat vorher der Geschäftsführer des Krankenhauses gemacht und mit dem entsprechenden Einrichtung des Klinikverbundes hat der Geschäftsführer des Krankenhauses natürlich auch einen breiteren Blick zu haben fürs gesamte Klinikum, während die Stiftung eher den Fokus auf den örtlichen Standort hat. Mhm. Und deswegen hat man dann irgendwann entschieden, dass man das anderweitig besetzt. Und weil ich ja schon auch damals im Vorstand der Stiftung war, kam dann so die Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das muss ich sagen, macht mir auch riesen Spaß. Ja. Jetzt sind Sie, also könnte man vielleicht sagen, Sie sind dann von Vollzeit hauptamtlich so nahtlos in Vollzeit ehrenamtlich, so ein bisschen übergeglitten. Ja, der große Vorteil ist, es mag vielleicht stundenmäßig gesehen, es geht nicht an Hauptamtlichkeit dran, aber der große Vorteil ist in der Tat, vieles von dem, was ich an Zeit investieren kann, kann ich frei einteilen. Ich kann alles, fast alles, bis auf Sitzungstermine von zu Hause aus machen. Und das gibt mir natürlich die Freiheit, das Private mit dem Ehrenamtlichen gut zu verbinden. Mhm. Und unter dem Strich muss ich sagen, ich habe den schönsten Beruf der Welt gehabt. Aber das, was ich jetzt an Lebensqualität dazu gewonnen habe, gibt mir ein ganz gutes Gefühl, dass es so gut war, wie es war. Ja. Jetzt hatten Sie ja im Rahmen Ende Ihrer zweiten Amtszeit, auch in dem Rahmen bis 2015, auch Vollendung Ihrer 40-jährigen Tätigkeit im öffentlichen Dienst, also auch mit AOK-Zeit und, beim Bund die Zeit, haben Sie auch überlegt, ob Sie vielleicht im Ruhestand auch nochmal irgendwie beruflich aktiv wären? Ja, das habe ich in der Tat. Am Anfang war das schon eine sehr konkrete Überlegung und ich wollte jetzt aber nicht irgendwelche Bewerbungen schreiben, sondern ich habe ein bisschen Ausschau danach gehalten, was könnte unter Umständen passen. Und es gab auch ein paar wirklich interessante Angebote. Mhm. Sie waren allerdings alle unisono auch damit verbunden, dass neben der normalen Arbeitszeit viele Abend- und Wochenendetermine waren. Okay. Und da habe ich gesagt, dafür hast du nicht den schönsten Beruf der Welt aufgegeben, um an anderer Stelle genauso weiterzumachen. Und wäre das dann aber in Haus oder hätten Sie dann auch... Ja, ich hätte zum Teil auch fahren müssen. Ne? Okay. Ja. Ja gut, dann kann man natürlich verstehen, dass man sagt, okay, dann reicht es ja vielleicht so ein bisschen, dass man sagt, okay, ich weiß mal, bleib in Haus. Wenn Sie jetzt, also abseits von Ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten, wenn Sie jetzt, ich sag mal, Freizeit haben, was Sie hoffentlich auch mal das genießen können, haben Sie noch irgendwie Hobbys oder Familie, wo Sie jetzt sagen, da bin ich noch aktiv oder da mache ich noch was? Ich war ja schon eigentlich von früheren Zeiten her
leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich habe irgendwann mal auch gesagt, es scheint wohl so zu sein, dass man, wenn man Bürgermeister dieser Stadt sein will, auch Fahrrad fahren müssen, weil alle meine Vorgänger sind wie ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ja. Das habe ich natürlich nachher intensiviert. Ich habe, seitdem ich aufgehört habe, wirklich 3-4 richtig große Touren auch gemacht mit mehreren Kollegen. Wir sind nach Berlin gefahren, wir sind nach Verona über die Alpen gefahren, wir sind von hier aus nach Santiago gestartet und auch gut angekommen. Okay. Das ist schon wirklich ein ganz gravierendes Hobby. Und durch Zufall bin ich auch während meiner Amtszeit auf das Golfspielen gekommen, weil der örtliche Golfclub hatte Geburtstag, war 25 Jahre alt. Und dann hat mich die seinerzeitige Präsidentin Franziska Wegener angesprochen und gefragt, ob ich denn kommen würde und vielleicht auch ein paar Sätze sagen würde. Und dann habe ich natürlich zugesagt. Und dann sagte sie, ja, dann müssen Sie auf jeden Fall schon mal ein bisschen was von Golf gehört und gesehen haben. Kommen Sie doch mal auf eine Schnupperstunde vorbei. Und da muss ich sagen, das hat von Anfang an gebrannt. Das macht schon auch relativ viel Spaß. Und auch während der Zeit, wo ich noch im Amt war, habe ich das nicht oft gekonnt, aber wenn, dann entweder samstags oder sonntags vormittags ganz früh, so alleine in der Natur, das hat schon auch dafür gesorgt, dass der Kopf freikommt. Ja, glaube ich. Das ist auch manchmal nicht verkehrt. Man muss auch mal vielleicht mal einen Moment mal abschalten oder ruhig für sich sein. Schön. Wenn Sie jetzt nochmal auf die Amtszeit als Bürgermeister zurückkommen, gibt es da vielleicht auch noch Themen, wo Sie sagen würden, dass von Ihrer Seite jetzt, wo Sie vielleicht auch nochmal irgendwie darauf eingehen wollen, die Sie vielleicht auch bewegt haben? Also nee, das muss ja nicht positiv wie negativ, also wo Sie sagen würden, ja, das war schon auch vielleicht nicht unbedingt einschneidend, aber das hat Sie auch geprägt. Oder das hat vielleicht auch ein Stück weit Einfluss genommen, dass Sie gesagt haben, jetzt hinterher, ich mache es etwas anders. Ja, also es gibt sicher erstmal drei unvorhergesehene Ereignisse, die man natürlich nicht planen kann, aber die schon stark prägen. Mhm. Ich war, ich glaube, gerade ein Jahr im Amt. Da hatten wir ja im ganzen Münsterland dieses Schneechaos. Mhm. Und auch davon sind wir nicht verschont geblieben, wenngleich die Auswirkungen nicht so stark waren wie beispielsweise in Ochtrup. Ja. Aber wir haben auch bei uns in den Ortsteilen und in dem Außenbereich teilweise Menschen gehabt, die eine Woche ohne Strom waren. Und in einer solchen Situation relativ schnell, die Meldung kam, als ich im, wir waren glaube ich zur Sportlagala in der Stadthalle. Oh. Nee, da war das Ereignis schon eingetreten, da war aber schon der Schnee so hoch, da waren aber die Strommasten noch nicht umgefallen. Und dann haben wir wirklich an dem Wochenende sofort noch einen Krisenstab gehabt und dann mitzuerleben, dass angefangen vom Feuerwehrchef über den Stadtwerke, technischen Leiter bis hin zu Ordnungsamt, Personalamt, der Verwaltungsvorstand relativ schnell arbeitsfähig sind und auch um so eine, in Anführungsstrichen, um so ein Ereignis auch managen zu können. Das hat schon stark geprägt. Also das muss man wirklich sagen, da konnte ich mich eigentlich auf alle, also wirklich bis zum Letzten verlassen. Und es gab natürlich auch Entscheidungen zu treffen, die nicht so einfach waren. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe da auch an der einen oder anderen Stelle meine Kompetenzen überschritten. Okay. Ja gut, aber ne, wenn man ist halt vor Ort, man ist der erste Ansprechpartner als Kommune auch für die Bürger. Ne? Also ich habe natürlich nachher von der Bezirksregierung gesagt, wir hätten nicht genügend und mit denen abgestimmt gesagt bekommen. Ich habe auch vom Kreis eine Rückmeldung bekommen, dass ich sozusagen den Schulleitern der Kreisschulen gesagt habe, dass unsere Schulen geschlossen bleiben, weil eben die Gefahr besteht, dass der Schnee von den Dächern auf die Köpfe der Schülerinnen und Schüler fällt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man an der Stelle auch, ohne an Kompetenzen zu denken, entscheiden über das, was richtig ist. Und die gravierendste Entscheidung, glaube ich, ob ich die heute noch mal treffen würde, weiß ich nicht. Ich bin mit dem technischen Leiter der Stadtwerke unterwegs und es gab eine Stromleitung, die lag auf der Erde. Davon hing aber die Versorgung einer, also von relativ vielen Haushalten ab.
Und nach den damaligen rechtlichen Vorschriften war eigentlich vorgeschrieben, dass diese gesamte Strecke, weil die Leitung auf der Erde lag, abgegangen werden muss, wirklich persönlich besichtigt abgegangen werden muss, um nicht zu gucken, gibt es an irgendeiner Stelle in dem Kabel einen Bruch, der dazu führen kann, dass sich jemand da Stromschlag zuzieht. Ja. Und dann habe ich den technischen Leiter der Stadtwerke gefragt, wie lange wird das dauern, bis das klappt. Ja, sagt er, da müssen wir schon noch ein oder zwei Tage rechnen, weil das war ein relativ langes Stück. Ja. Ich sage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus an irgendeiner Stelle ein Schaden ergibt? Da sagt er, das kann ich natürlich nicht in Prozent beantworten, aber er sagte, die ist sehr, sehr gering. Ja, ich habe ihm dann gesagt, dann schaltet sie den Strom ein. Ja. Ob ich das heute nochmal machen würde, weiß ich nicht. Also, ja, wenn man nicht war, ja, genau. Es hat sich ja auch dahingehend viel geändert. Ne? Ja, und was natürlich bei dem Ereignis nachher geholfen hat, war natürlich auch, dass man 5 Jahre später beim Hochwasser dann auch sozusagen die Erfahrung schon so ein bisschen hatte, wie man damit umgeht. Scherzesweise hat mir jemand gesagt, du darfst dich eigentlich nicht nochmal wieder wählen lassen, weil immer dann, wenn du gerade gewählt bist, gibt es ein Schadensereignis. 2005, 2010. Ja. Aber 2015 war es dann Gott sei Dank nicht, wenn man mal davon absieht, dass das ÖLEG im Amtsven, das war aber glaube ich schon 2014, danach ja nochmal als Schadensereignis eingegangen ist. Rückschauend betrachtet würde man sicher das eine oder andere anders tun, aber ich glaube auch, dass man immer im Blick behalten muss, dass wenn das Fußballspiel zu Ende ist, man besser weiß, wie man die Mannschaft aufstellen hätte können, als wenn man vor dem Spiel ist. Ja. Und insofern sind solche Fragen und auch mögliche Antworten darauf eher vielleicht ein bisschen hypothetisch. Ja, ja gut, aber es ist immer so, es wird immer jemanden geben, der sagt, das hätte man anders machen können. Und ich meine, man ist vielleicht auch manchmal etwas selbstkritisch oder manchmal ist man auch vielleicht zu, dass man mit sich sagt, hätte ich das mal anders gemacht oder so, aber im Nachhinein meistens, wenn es dann doch gut geklappt hat, ist man ja meistens auch zufrieden. Ja, und es gibt manchmal auch Situationen, da stellt sich, also da tut man etwas aus Überzeugung, stellt fest, dass es vielleicht dann, dass man das doch hätte besser anders machen können. Mhm. Und wieder später kommen dann alle zu der Erkenntnis, na, so schlecht war es dann doch nicht. vielleicht auch da ein kleines Beispiel zu, als wir das Baugebiet im Kalkbruch entwickelt haben. Da haben wir uns seinerzeit auch schon mit der Frage beschäftigt, wie können wir sozusagen mit möglichst energiesparenden Maßnahmen das Baugebiet mit Energie versorgen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das mit Fernwärme zu tun, weil wir an dem Ahauser Freibad schon eine Solaranlage hatten, schon seit Anfang der 80er Jahre. Ja. Und über diese Solaranlage teilweise dieses Kraftwerk, was wir auf der anderen Seite des Fredener Dicks stehen haben, damit speisen konnte und der Rest mit Gas dann in die Haushalte gekommen ist. Und es gab damals die große Sorge derjenigen, die da gebaut haben, dass das mit der Energieversorgung teurer werden würde, als wenn man eine ganz normale Gasheizung nimmt. Und ich glaube sogar, dass das vom Empfinden her berechtigt war. Mhm. Weil, wenn man den bundesweiten Vergleich genommen hat, kam man zu dem Ergebnis, das hat es nachher auch nochmal ein Gutachten gegeben, kam man zu dem Ergebnis, war nicht so. Aber wenn man den örtlichen Markt verglichen hat, wie günstig eigentlich Gasheizungen bei uns in Ahaus waren, dann war das tatsächlich so. Also hat man dann überlegt, Mensch, nochmal, ob man diese Entscheidung richtig getroffen hat, weiß ich nicht wirklich. Aber man kann sie ja nicht rückgängig machen. Die Leitungen liegen und es muss dann am Ende geschaut werden, wie man da sozusagen zu einem Konsens kommt. Das hat dann auch im Zusammenwirken mit den Stadtwerken ganz gut funktioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt heute die Debatte höre über das Heizungsgesetz von Herrn Habeck, dann wird das vielleicht morgen sogar für das Baugebiet ein Glücksfall sein, dass wir da Fernwärme haben. Wird sich zeigen, ja. Ja, wird sich zeigen, genau. Insofern, kann es dann so gehen und vielleicht dann irgendwann doch nochmal wieder anders. Würden Sie sagen, es gab auch noch, ich sag mal, Altlasten in Anführungszeichen von Ihren Vorgängern? Also ich denke zum Beispiel an das BZA oder auch an die Schuldiskussion. Die war ja auch nicht mit der Einführung, oder es war ja bei jeder Schulreform im Grunde, gab es ja auch wieder, die Diskussionen wurden einem vor Ort geführt. Weil, ich bin klar, waren das Landesentscheidungen, aber die Diskussionen wurden vor Ort geführt und da gab es ja auch die meisten Konflikte. Weil einfach die Kommune erste Ansprechpartner, die Kommune ist
Träger der Schulen. Gab es da Sachen, wo Sie gesagt haben, ja, das hat mich auch schon vielleicht irgendwie nochmal auch als Bürgermeister herausgefordert oder da musste ich vielleicht auch irgendwie mich rechtfertigen oder war ich vielleicht auch so ein bisschen vielleicht noch in diesem, ja, ich sag mal, in dem Kielsog, sagt man manchmal, von den Vorgängerentscheidungen drin, dass Sie dafür dann auch angetreten sind? Aber ich glaube, das ist am Ende des Tages auch hypothetisch, weil ich mache ja das Amt nicht für meine Person. Nee, klar. Wenn ich Bürgermeister der Stadt Aarhus bin, dann habe ich die Stadt Aarhus zu vertreten. Ja. Mit all dem, was jetzt zu entscheiden ist, aber auch mit dem, was vorher entschieden worden ist. Ja, genau. Und selbst wenn das damit zu tun hat, dass man persönlich das Gefühl hat, jetzt muss ich eine Suppe auslöffeln. Ja, ja. Dieses Gefühl war sicher an der einen oder anderen Stelle da, aber ich habe dieses Gefühl nie geäußert. Ja. Weil da sind wir als Institution gefragt und nicht in der Person. Genau. Ja. Und insofern hat es natürlich auch die ein oder andere Überraschung gegeben, auch was ich nachher vorgefunden habe, dass man vielleicht gesagt bekommt, da hat es eine Zusage gegeben, die in den Akten nicht zu finden war und solche Dinge mehr. Ne? Das gibt es immer wieder mal. Aber da muss man dann halt gucken, dass man in der Situation da gut mit umgeht. Und wenn das, was der Gegenüber einem vermittelt, mehr als glaubwürdig ist, dann muss man da am Ende des Tages auch zu stehen. Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch politische Dinge, die auch schon genervt und genervt haben. Ne? Also diese permanente Ignoranz des Landes Nordrhein-Westfalen, was die finanzielle Ausstattung der Kommunen angeht, über etliche Jahre, das hat schon, muss man sagen, genervt. Wir haben wirklich ein gutes, solides finanzielles Fundament gehabt und haben trotzdem Jahre gehabt, wo wir im Oktober einen Maßnahmenkatalog machen mussten. Das und das muss an Einsparungen erfolgen, damit wir am Jahresende einen ausgeglichenen Haushalt kriegen. Ja. Da hat es auch, muss man aus meiner ganz persönlichen Sicht sagen, ein Gefälle zum großstädtischen Raum im Vergleich zum Münsterland gegeben. Ja. Erst als deutlich wurde, dass das Münsterland eigentlich der wirtschaftliche Motor des ganzen Landes Nordrhein-Westfalen war, da ist so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen geändert. Ja. Oder auch seinerzeit, muss man sicher sagen, heute wird ja auch von den Kommunen beklagt, dass sie mit der Asylbewerberdiskussion alleine gelassen werden. Das war damals sogar noch schlimmer. Okay. Nicht nur, dass die finanzielle Ausstattung nicht stimmte. Man hat sich da eigentlich um gar nichts gekümmert. Und wir hatten es wirklich seinerzeit mit einem relativ schwierigen Personenkreis zu tun, weil sie eine völlig andere Kultur hatten als jetzt. Und die Bereitschaft in der Bevölkerung, sozusagen das gut mitzubegleiten, die war nicht immer zu 100% da, okay, um das mal so zu formulieren. Mhm. Und insofern war das schon schwierig. Das ging dann sogar so weit, dass damals für Asylbewerber noch das Sachleistungsprinzip gilt. Die kriegten Gutscheine, damit sie im Geschäft einkaufen konnten. So ein bisschen wie nach dem Krieg mit den Essensmarken, oder? Ja, und dann haben wir das dann länger diskutiert, bis wir dann irgendwann eine Entscheidung getroffen haben, dass wir hier einen eigenen Shop für Asylbewerber betrieben haben. Sehr unkonventionelle Maßnahme. Aber es hat dann irgendwie ein bisschen dazu geführt, dass man von dem Sachleistungsprinzip hin wenigstens so ein bisschen zum Geldleistungsprinzip gekommen ist. Ne? Vielleicht auch noch ein Wort zu jetzt intern zur Zusammenarbeit. Sie hatten ja trotz, klar, Sie hatten mit Herrn Wattke und dann zu Herrn Beckmann und auch mit von Herrn Kühlkamp dann zu Herrn Leuker schon auch Wechsel im Vorstand. Aber an sich war es doch eine recht, auch in Ihrer Amtszeit ist doch recht konstant geblieben. Also Sie hatten jetzt keine, ich sag mal, ungeplanten Personalausfälle oder dass man gesagt hat, ich weiß vielleicht nicht doch jetzt doch mal so ganz auf dem kalten Fuß erwischt. Wie war das so, wie haben Sie das so vielleicht erfahren? Also wenn man von einem unerwarteten Personalausfall sprechen darf, dann ist das sicher der Weggang von Dr. Bratke gewesen. Ja. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das musste jedem bewusst sein, dass dieser Mann mit diesen Fähigkeiten nicht ewig bei einer 40.000 Einwohnergemeinde bleiben würde. Ja. Damals habe ich dann auch die Frage gestellt bekommen, hätte man den nicht halten können? Da habe ich gesagt, Leute, man kann besser 5 Jahre einen guten haben als 20 Jahre einen durchschnittlichen. Ja. Und insofern muss man sagen, das war jetzt schon dann irgendwann plötzlich, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass das vollkommen unerwartet gekommen ist.
Natürlich hat es so kurz vor Ende meiner Amtszeit hat es nochmal eine wirklich relativ große Rotation gegeben im Führungsbereich. Da sind Leute wie Hermann Büscher in Ruhestand gegangen, Hermann Efring, Josef Terbeck, Hermann Kühlkamp. Da musste man natürlich schon gucken, wie organisiert man da die Nachfolge gut. Mhm. Und wir haben uns dann wirklich auch die Zeit genommen, unter Begleitung auch fachlich von außen mit der Führungsmannschaft wirklich auch eine entsprechende Weiterbildung zu machen, auch eine Vorbereitung auf mögliche Führungsaufgaben und dann auch ein entsprechendes Personalauswahlverfahren. Ich glaube, dass das am Ende ganz gut gelungen ist und dass natürlich gibt es immer auch verletzte Seelen, weil Menschen sich auch vorstellen, dass sie das genauso gut hätten können wie jemand anders. Mhm. Aber ich glaube, es war zumindest so transparent, dass es bei den Gutwilligen Akzeptanz hervorgerufen hat. Gäbe es aus Ihrer Amtszeit noch vielleicht eine Anekdote aus dem Nähkästchen, die Sie noch erzählen möchten? Also ob jetzt von einer Veranstaltung, Vereinsempfang oder auch vielleicht beim Schützen oder auch sonst vielleicht intern, wo Sie auch mal vielleicht bei der Bezirksregierung oder beim Land waren oder so, wo Sie vielleicht nicht mit geredet haben oder was vielleicht auch im Nachhinein überraschend war oder vielleicht auch eine Entwicklung genommen hat, die man so gar nicht absehen konnte. Also ich habe, als es um die Entwicklung des Jutequartiers ging, hatten wir ja die Situation, dass ein Großteil des Geländes der Volksbank gehörte, die das damals aus der Insolvenzmasse von den Textilwerken sozusagen erworben haben und dass ein Teil der Fläche der Stadt ausgehörte, weil wir, oder gehören sollte, weil wir die Firma Sessbrügger van Delden ins Gewerbegebiet umsiedeln wollten. Dann mussten wir natürlich einen guten Kaufpreis entwickeln, der auch für die Stadt verträglich war. Und dann haben wir relativ lange Grundstücksverhandlungen geführt und es hat am Ende des Tages nicht dazu geführt, dass wir hätten sagen können, das kriegen wir für unsere Schmerzgrenze, sag ich mal so. Ne? Ja, wie gesagt, damals auch schwierige Zeiten. Und dann bin ich im Vorstand, Verwaltungsvorstand gewesen, habe dann mit den Kollegen gesprochen und habe dann gesagt, ich sag, wisst ihr was, ich glaube, ich marschiere jetzt mal zur Volksbank hin und sage den Jungs, ihr müsst euch an dem Kaufpreis beteiligen. Ja, haben die Kollegen dann gesagt, ja, aber die haben doch damals schon richtig Geld für die andere Fläche ausgegeben. Ja, ich habe gesagt, wie wäre das denn, wenn wir jetzt die Begründung machen, wenn der Gewerbebetrieb da bleibt, dann wird die Volksbank das nicht so ohne weiteres weiterentwickeln können. Da muss dann Lärmschutzwand hin und sowas alles mehr, das kostet Geld. Ja. Und wenn wir dann hingehen und sagen, könnt ihr euch nicht an den Grundstückskosten beteiligen, dann können wir das in einem Guss entwickeln, wir haben da keine Lärmschutzwand dazwischen, eure Grundstücke sind attraktiver. Oh, haben die gesagt, ja, ist vielleicht ein Versuch wert. Ne? Und dann bin ich dann nach Gronau hingedackelt und habe dann mit dem Vorstandschef gesprochen. Und sagt er, ich muss das natürlich auch bei uns im Vorstand besprechen. Aber vielleicht gehen. Ja, und dann rief er dann wirklich kurze Zeit später an und sagt, mit der und deren Summe können wir dann dabei sein. Und dann hat das tatsächlich dazu geführt, dass wir die Grundstücksverhandlungen mit dem bisherigen Grundstückseigentümer erfolgreich abgeschlossen haben. Und das ist dann sogar so weit gegangen, dass wir nachher, Stadt Aarhus hatte ein Drittel der Fläche, die Volksbank zwei Drittel, dass wir nachher sogar eine gemeinsame Vermarktungsgemeinschaft gegründet haben. Also wir haben, egal bei wem jetzt jemand auflief, um ein Grundstück zu kaufen, wurde immer in dem Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel, wurde das aufgeteilt. Und das war wirklich, muss man sagen, fast eigentlich der Hauptgrund dafür, dass sich das Gebiet so schnell dann auch entwickelt und gefüllt hat. Und als der Schlimm damals verabschiedet wurde, ne, da nahm er mich dann nochmal so zur Seite und sagte, da war damals ein Deal gemacht, oder? Ja. Schön. Gibt es noch was Sie sich für die Zukunft wünschen oder wo Sie jetzt sagen, das habe ich vielleicht auch noch als Ziel, das möchte ich jetzt vielleicht auch im Für mich persönlich Ruhestand, oder für die Stadt? Für beide.
Also für mich persönlich, ja, das ist eine Phrase, mag auch abgedroschen sein, aber so lange so gesund zu bleiben, dass ich weiter so aktiv sein kann wie jetzt, also auch wirklich mein Radfahren weitermachen kann, meine Spaziergänge mit meiner Frau im Winter Ski fahren können und vielleicht auch noch weiter an den kleinen weißen Ball schlagen zu dürfen. Das ist schon nochmal eine Herausforderung oder ein extremer Wunsch. Mhm. Und eigentlich fast kein Wunsch, sondern schon fast in Erfüllung gegangen. Ich habe jetzt, meine Frau und ich sind jetzt seit einem Jahr und dann noch ein zweites Mal seit 4 Monaten Großeltern und jetzt so die Entwicklung der beiden Kleinen zu begleiten, das auch noch vor Ort erleben zu dürfen, weil beide Kinder wieder nach Aarhus gezogen sind. Schön, wenn ich das als Wunsch äußern würde, dann würde ich sagen, wäre schön, wenn sie weiterhin Aarhus bleiben, dass wir das sozusagen dann auch so gut und so intensiv begleiten können wie jetzt. Mhm. Ansonsten habe ich keine großen Wünsche, weil ja, es gibt nicht viel, was man sich nicht selber erfüllen kann. Und irgendwann kommt auch die Zeit, wo man vielleicht sogar auch mit etwas weniger zufrieden ist, als man das in jungen Jahren war. Mhm. Und für die Stadt würde ich mir wünschen, dass wir weiterhin, sagen wir mal, vielleicht sogar noch mehr als bisher, dass wir eine gute auch Streitkultur haben. Weil ich glaube, immer einig zu sein, führt dazu, dass das Level der Lösung nicht ganz oben ist. Ja. Und für gute Lösungen braucht es auch eine Auseinandersetzung darüber, wo die beste Lösung dann sein kann. Nicht persönlich, das gebührt sich unter anständigen Menschen sowieso, aber durchaus in der Sache. Das ist auch ein Punkt, der mir auch immer Spaß gemacht hat. Also schon die Konsensfindung. Auch im Verwaltungsvorstand. Wenn Sie beispielsweise Herrn Kühkamp fragen, wir sind gut miteinander befreundet, aber wir haben auch schon mal unterschiedlich. Also durchaus um das ein oder andere gerungen. Und das hat aber nie dazu geführt, dass wir uns da nachher nicht weiter gut in die Augen hätten schauen können. Ja, schön. Dann, auch namens der Stadtverwaltung, der Kollegen und auch, ich denke, der gesamten Stadt aus, darf ich mich für das Gespräch bedanken. Wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, noch einen gesegneten Unruhestand und gerne bis bald mal wieder im Rathaus oder vielleicht trifft man sich ja auch mal so in der Stadt. Ja, vielen Dank. Das mit dem Unruhestand wird zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass daraus dann vielleicht auch endgültig der Ruhestand wird. Aber ich freue mich auf die Zeit, die kommt, die hoffentlich noch lange ist. Ja, danke schön. Danke auch. Super.